Ich bin Leandros und ich bin 7 Jahre alt. Und ich habe eine Geschichte geschrieben, das heißt Schloss des Todes. Überschrift. Die Überschrift heißt das Schloss des Todes. Was kommt denn vor in dem Text? Da kommt ein Schloss drin vor und ich war gerade beim Schlafen. Ja, und das war's. Ich glaube, da passierte noch was, als du gerade beim Schlafen warst. Da hörte ich so einen Schrei. Da kommt die besondere Stelle, die wir immer in der Geschichte brauchen. Du hast diesen Text als deinen besten Text ausgewählt. Warum genau diesen? Weil das schön gruselig ist. Ah, so gruselig. Wie kommt das eigentlich, dass der Text so gruselig ist? Naja, am Ende. Weil gute Leser und gute Schreiber, die hören immer an der spannendsten Stelle auf. Ah, und du hast an der spannendsten aufgehört. Das war die Sache mit dem Schrei. Ja. Okay, gut. Das ist ja schon fast ein kleines Schreibgeheimnis, ne? Okay. Du schreibst ja richtig gerne. Und du bist jetzt fast ein Jahr in der Schule und hast ganz viele Texte schon geschrieben. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du noch nicht schreiben konntest vor der Schule? Was hast du gedacht übers Schreiben? Dass das sehr, sehr schwierig ist. Und was denkst du jetzt, ein Jahr später? Dass das eigentlich ganz leicht ist. Und warum ist Schreiben eigentlich so wichtig? Weil man damit sich auch gut verständigen kann, in anderen Ländern und so. Ja, und du machst auch, glaube ich, ganz gerne eine Autorenrunde mit? Ja. Sagst du nochmal dazu was? Naja, in der Autorenrunde ist das Spaß und das macht Spaß in der Autorenrunde und man lernt viele neue Sachen und Texte und so kennen. Wie ist das mit deinem Text? Wo ordnest du den denn jetzt ein? In unseren Mappen? Zu welcher Textsorte gehört dein Text eigentlich? Geschichte? Ist es eine Geschichte? Naja, ja. Ja, ganz sicher ist es eine Geschichte. Okay, dann such mal einen Platz in dem Ordner. Warum sage ich ganz sicher ist es eine Geschichte? Weil das ein Krimi ist. Ah, das würdest du unter Krimis einordnen. Mhm. Auch gut. Ja. Okay. Ah, da haben wir es. Okay, vielen Dank. Ja.